CryptoTVs Fundstück der Woche in den alternativen Medien. Heute von BewusstTV mit dem Beitrag Manipulierte Kinder. Professor Dr. Gordon Neufeld im Gespräch mit Dagmar Neubronner über die Manipulation unserer Kinder in unserer modernen Welt und was ein besserer Umgang wäre. Dank an Jo Konrad von BewusstTV für die Genehmigung des Videos auf www.bewusst.tv/kinder-manipuliert. Weitere Informationen über den alternativen Sender BewusstTV finden Sie im Abspann dieses Videos. Willkommen in unserem Studio. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast von sehr weit her, Professor Gordon Neufeld aus Vancouver. Hallo Gordon, ich bin so dankbar, dass du heute hier bei uns sein kannst. Und ich bin so froh, dass ich die Chance habe, Sie ein paar Dinge zu fragen oder dich ein paar Dinge zu fragen. Sie sind eine der bekanntesten und berühmtesten Entwicklungspsychologen, Entwicklungsforscher. Du bist sehr großzügig, vielen Dank, ja. Entwicklungstheoretiker. Du bist ein Theoretiker und das klingt in unserer Welt ganz merkwürdig, als ob ein Theoretiker nichts Praktisches tut und als ob alles in Experimenten nur Wert hätte. Und ich weiß, dass Sie sehr geschickt sind in Holzbearbeitung und durchaus in der Lage sind, praktisch zu arbeiten. Wie kam es, dass Sie ein Theoretiker geworden sind, anstatt das zu tun, was alle anderen Menschen tun, nämlich Experimente durchführen und auf der nicht-theoretischen Ebene Dinge erforschen? Warum Theorie? Ich bin nicht sicher, warum es so wichtig wurde. Es war sehr wichtig. Ich habe ein Modell, von dem aus ich arbeite, von wo ich ausgehe. Vielleicht ist es mein chemischer Hintergrund. Wir alle kennen den Unterschied, dass Elemente zueinander passen. Dreidimensional müssen sie passen. Und das ist eine wichtige Art, Dinge zu sehen. Man kann damit noch nichts erklären. Aber wenn ich dann, als ich dann mich auf die Psychologie bezogen habe mit meinen Studien, dann habe ich festgestellt, dass es da keine solchen Modelle gab für Lebewesen und dass es für mich dann keine Möglichkeit gab, ein Problem und seine Anwendung zu verstehen. In der Wissenschaft wird die Theorie nicht nur benutzt, um Vorhersagen zu treffen, das gilt auch, sondern eine Theorie wird auch dafür benutzt, um ein Modell zu entwickeln, das zusammengefügt ist aus Tausenden von Informationseinheiten und in meinem Fall buchstäblich Zehntausende von überall her an Informationen. Und eine Theorie ist etwas, was man nie beweisen kann, nur widerlegen. Und die Macht einer Theorie, die Kraft einer Theorie liegt in ihrer Erklärungskraft. Und meine Theorie handelt davon, Kinder zu verstehen und Vorhersagen zu treffen. Das ist auch etwas, was eine Theorie leisten muss. Und eine Theorie ist immer so wertvoll, wie es keine Informationen gibt, die dem
widersprechen. Und nach mehr als 40 Jahren, wo ich die Informationen zusammengefügt habe, freue ich mich, dass es immer haltbarer wird und immer feststofflicher. Je mehr die Neurowissenschaften und so weiter entdecken, umso mehr bestätigt sich meine Theorie. Also das Modell, ihr Modell handelt davon, Kinder zu verstehen. Ja, es ist ein Modell, die Entfaltung des menschlichen Wesens zu begreifen. Und das Erziehen von Kindern hat ja ganz zentral damit zu tun, sie sich entfalten zu lassen. Also die Implikationen oder Anwendungen der Theorie haben ganz viel mit Erziehung von Eltern zu tun, mit Lehrern, Unterrichten und Therapie, mit Sorgen für Kinder und so weiter. Also, wir haben seit Beginn der Menschheit mit Kindern gelebt, ohne eine Theorie oder mit anderen Theorien. Warum ist es notwendig, was glauben Sie, Kinder zu verstehen? Reicht es nicht, dass wir einfach mit ihnen leben und wie die vorigen Generationen das getan haben, einfach damit gehen? Also eine Theorie ist immer implizit in jeder Kultur enthalten. Sie hat Vorstellungen, aber sie ist normalerweise ohne Worte. Sie hat keine Worte, sie ist unbewusst. Und sie stellt sich heraus, zeigt sich in den Ritualen, in den Erziehungsmethoden. Und alle traditionellen Kulturen haben eine Vorstellung davon, was nötig ist, die Bedingungen, die ein Kind braucht, damit sich das menschliche Potenzial entfalten kann. Oder sie hatten eine Theorie, wo es keine Vorstellung von einem Potenzial gab, sondern man musste einfach irgendwas lernen und nützlich sein. Und es gibt auch Kulturen, in denen man Kinder mehr formt, wie ein Bildhauer. Es muss aus der Erfahrung heraus geformt werden. Und die Entwicklungsvorstellung ist organischer, wie bei einer Pflanze, dass die Pflanze spontan sich entfaltet und wir wie ein Gärtner nur die nötigen Bedingungen schaffen. Das war also immer implizit enthalten, ohne Worte. Das Problem ist, wir verlieren unsere traditionelle Kultur und die darin enthaltene Weisheit und unsere Modelle. Und dann brauchen wir ja irgendetwas, was uns Führung gibt und ein neues Modell. Und dann sagt jeder, naja, meine Güte, ich habe jetzt ein Kind und das Kind ist zur Welt gekommen, aber ohne Handbuch. Was mache ich denn? Und dann stellen wir Fragen und es gibt eine ganze Menge Gurus, die uns sagen, was wir tun sollen. Und da führen die Blinden die Blinden, denn die haben oft gar keine Idee und Vorstellung davon, wie sich das menschliche Potenzial entfaltet. Und das ist der Ort, wo die Naturwissenschaft ins Spiel kommt, um ein Modell zu liefern. Und dann haben wir Worte. Und das Problem, damit sie Forschungsgelder kriegen, müssen sie komische Wörter benutzen, eine Fachsprache, die nicht allgemeinverständlich sind und die nicht zur natürlichen Intuition passen. Und meine Aufgabe ist, dieses Material zu nehmen und ihm Worte zu verleihen, die zu unserer Intuition passen, sodass wir den Zugang zu unserer Intuition wiederfinden, die wir seit Jahrtausenden hatten und Abertausenden. Aber jetzt haben wir unsere Modelle verloren und die Weisheit davon. Und wir müssen jetzt ein Bewusstsein davon entwickeln. Und Bewusstsein können wir nur mit Hilfe von Worten entwickeln. Würden Sie sagen, dass die älteren traditionellen Modelle in jedem Fall 100% für uns anwendbar sind? Oder was haben Sie festgestellt bei Ihrer Forschung? Mein Eindruck ist, dass einige der alten Kindererziehungsmethoden gute Aspekte haben. Es sind gesund für die Kinder, aber es gibt auch viele Aspekte, wie wir es früher gemacht haben, wie es üblich war, die im Hinblick auf die verschiedenen Funktionen von Kindern sinnvoll waren,
Aber heute wollen wir ja, dass unsere Kinder ihre eigene Individualität entwickeln, ihr eigenes unabhängiges Bewusstsein entwickeln und freies Denken entwickeln. Und das war nicht unbedingt das Ziel früherer Erziehung und früherer Erziehungskulturen. Sehen Sie auch hier eine Entwicklung, oder? Ja, ich denke, verschiedene Kulturen und Traditionen hatten unterschiedliche Vorstellungen darüber, was das letztendliche Ziel war. Was Sie angesprochen haben, ist, dass die Spannung dazwischen, ob es der Hauptzweck ist, in die Gesellschaft zu passen, klarzukommen, verträglich zu sein, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und Kinder sind da, Eltern sind da immer hin und her gerissen, denn sie wollen natürlich, dass ihr Kind reinpasst. Und die ersten Theorien über menschliches Potenzial, Human Potential Movement, da ging es ganz stark um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, um die Individualität. Und zunächst hat man gedacht, das sind Feinde, diese Sozialisierungstheorien und die Individualisierungstheorien. Und man geht entweder dafür, dass das Kind seine eigene Persönlichkeit wird, oder man geht darauf, dass das Kind in die Gesellschaft passt. Und viele glauben das heute noch, dass diese beiden Dinge sich nicht vertragen und miteinander in Konflikt stehen. Aber der einzige Konflikt ist, ich trete nochmal einen Schritt zurück, es stellt sich heraus, dass der gesamte Prozess der Entwicklung, mit dem ein Kind eine eigene Persönlichkeit wird, ist die Entfaltung einer Stufe, die später kommt von einem Ort, wo die Bindungsbedürfnisse durch die verantwortlichen Erwachsenen erfüllt sind. Und erst von da aus erblüht die eigene Persönlichkeit und Eigenständigkeit, der eigene Persönlichkeitskern und Differenzierung. Das ist also eine Frucht dieses Vorgangs. Wir werden ein eigenständiger Mensch, der dann spontan und automatisch die Grenzen anderer respektiert und andere auch als Individuen behandelt. Also das muss nicht eingestampft werden, das ist die Frucht eines Prozesses. Und das Problem unserer Gesellschaft heute ist, dass wir so viel Eile immer haben mit allem. Und wir wollen diese ersten Schritte überspringen und schneller vorwärts kommen. Und ein Gefühl für Persönlichkeit und für sich selber denken und das eigene Persönlichkeit haben. Jeder will diese Ergebnisse haben, damit das Kind wunderbar Leistungen bringt, in der Gesellschaft gut klarkommt, verträglich ist und einen Status hat und so weiter. Und diese Eile, diese Gehetztheit in Richtung auf das Endprodukt, was eigentlich ein Produkt gesunder Entwicklung ist, erstickt im Grunde diesen Vorgang. Und das wurde... Und diese Aufteilung in die drei Stadien von Verschmelzung, Differenzierung und dann Integration wurde 1957 zuerst formuliert von Heinz Werner, ich glaube einem deutschen, unglaublichen Naturwissenschaftler. Es wird als orthogenetisches Prinzip bezeichnet. Wir alle haben unsere Wurzeln an einem Ort der Bindung. Und die müssen erfüllt werden. Dann gehen wir in Richtung Differenzierung und Eigenständigkeit. Und dann kommt dann die Integration. Das ist dann sozusagen die höchste Frucht zivilisierten Benehmens, dass wir die anderen als eigenständige Individuen behandeln. Das ist wunderbar, wunderbar angelegt, wunderschön. Aber wir müssen glauben, dass sich das natürlich entfaltet. Und die Gesellschaft von heute hat da Angst, sie traut den Kindern nicht, sie wollen, dass die Kinder schon mit einem Jahr oder zwei Jahren in der Gesellschaft funktionieren und geben diesen zugrunde liegenden Prozessen der erfüllten Bedingungen keinen Raum. Also aus entwicklungspsychologischer Sicht brauchen die Kinder Wurzeln, um sich zu binden und dann
bilden sie ihr eigenes Bewusstsein, ihre eigene Eigenständigkeit aus. Und dann können sie sich automatisch in die Gesellschaft einfügen. Ja, das passiert automatisch. Und wenn man weiß, wer man ist und seine eigenen Ziele hat und bei sich bleiben kann und ein Gefühl hat, selber am Steuerrad des Lebens zu sitzen, dann natürlich sieht man das bei Kindern wunderbar. Natürlicherweise geht so ein Kind davon aus, dass auch seine kleine Schwester eine eigenständige Persönlichkeit hat. Und dann ist dieses Gefühl von, also ich möchte Gemeinsamkeit, ich möchte, dass wir dazu zusammengehören und uns wertschätzen, uns lieben, aber nicht auf Kosten der Eigenständigkeit und meiner eigenen Persönlichkeit. Und diese Spannung macht auch die glücklichsten, gesündesten Ehen und die gesündesten Bevölkerungen, Bürgerschaften. Und das hat ganz viel mit der Grundlage von Demokratie zu tun. Und das ist nicht etwas, was man in der Schule unterrichten kann oder von außen lehren kann. Das kann man nicht dem Kind einbläuen mit 5 Jahren, dass sie alle als gleichberechtigt sehen und als eigenständige Wesen und Individuen. Das kommt nicht von diesem Punkt. Man kann auch ein demokratisches Land nicht, man kann Demokratie nicht exportieren. Das muss selbst zu Hause wachsen. Und die Bindungen sind dafür am allerwichtigsten. Also wenn Kinder erfüllende Bindungen haben und in der Lage sind, auch wenn sie getrennt sind von den Eltern, an diesen festzuhalten, und dann haben sie eine Fähigkeit zu Beziehungen und sie haben dieses Streben nach Kontakt und Nähe und Zugehörigkeit, da entwickelt sich die Reife und da entwickeln sich die Früchte, nach denen alle suchen und nach denen sich alle sehnen, ohne zu wahrzunehmen, woher das kommt. Und wenn wir keine Worte dafür haben, dann verstehen wir das gar nicht. Denn es war früher Teil der kulturellen Weisheit. Also kulturelle Weisheit, Kulturen sind nicht immer weise, aber es war sozusagen eingebettet in die Kulturen. Aber heute ist unsere Kultur zerfallen. Wir haben uns total dem Materialismus zugewandt. Die Kultur dient nur noch dem Dollar oder dem Euro. Und nun müssen wir verstehen, die Grundlagen von all dem. Wie liefern wir die Bedingungen, damit unsere Kinder sich so entwickeln können, zu dieser wunderbaren, egalitären, rücksichtsvollen Menschenwesen, die wissen, wer sie sind, ihr eigenes Bewusstsein haben und wirklich gedeihen und blühen. Also sie zielen mit ihrem Paradigma nicht dahin, zu unterstützen, wie es immer gemacht wurde, sondern die Erkenntnisse sind unabhängig. Sie haben einfach die Erkenntnisse gesammelt und zur Essenz destilliert, was brauchen wir, um egalitäre, gleichheitsbewusste, individualistische Menschen hervorzubringen. Und einige Ergebnisse dessen, was sie herausgefunden haben, dass Kinder brauchen, haben sie auch schon früher in den Kulturen bekommen, anderes nicht. Also, wenn ich Ihrer Theorie folge würde, dann wäre ich frei, einfach das individuelle Kind und seine Bedürfnisse zu beobachten und nicht irgendeiner allgemeinen Politik oder Regel zu folgen. Ja, ja. Wenn man ein Kind von innen heraus verstehen kann, wenn man versteht, wie wichtig es ist, dass es ein Gefühl von seelischer Ruhe hat. Wir alles Wachstum kommt von einem Ort der Ruhe. Wenn sie diese Ruhe haben, dann spielen sie spontan. Das ist wunderschön. Und in diesem Spiel sehen wir immer die Reifwerdung. Und dem müssen wir Raum geben. Es ist ein wunderbarer Vorgang. Aber wir brauchen Vertrauen und Zuversicht, dass die Kinder mich brauchen, dass ich ihre Antwort bin. Und dann kann ich meinem Kind sehen, dass es mich braucht, dass ich ihm ein Gefühl der Wichtigkeit, der Liebe, des Geliebtwerdens, der Wertschätzung gebe, der Gleichheit auch und Loyalität.
auf derselben Seite stehen, verstanden werden, all diese Dinge, dann kann ich damit tanzen, mit diesem Bedürfnis. Und dann werden wir automatisch interaktiv und tanzen mit diesen Bedürfnissen des Kindes. Und wenn ich dann dahin gehe, dass ich diese Bedürfnisse nähere, diese Bindungswurzeln, dann geschieht es einfach. Als Eltern ist unsere Hauptverantwortung als Erziehende, ein Puffer gegen die Gesellschaft von heute darzustellen und das Kind zu schützen vor all diesen Erwartungen, Leistungen, sich anzupassen und all diesen Dassen. Die Gesellschaft von heute weiß nichts über diese Vorgänge und Bedürfnisse. Sie hat überhaupt kein Gefühl dafür, die Bedürfnisse und Bedingungen zu erhalten, die ein Kind braucht, um sich zu entfalten. Und das müssen wir als Eltern tun. Ich brauche also keine Antworten als Elternteil, sondern ich muss die Antwort für das Kind sein. Die Kinder suchen nach einer Einladung, nach einem Willkommensein, um existieren zu dürfen. Und das muss ich ihnen geben, bedingungslose Einladung in meiner Gegenwart, sie selbst zu sein. Und dann kommt diese Eigenständigkeit als Ergebnis. Aber es ist kein System, es ist ein Prozess, ein Tanz, ein organischer Tanz, der von innen herauskommt. Und heute haben wir viel zu wenig Vertrauen in die Eltern und die Eltern haben das Vertrauen in sich selbst verloren, darin, dass sie das Wichtigste und Beste für ihre Kinder sind. Und das ist furchtbar. Denn wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dann präsentieren wir uns auch nicht mehr als Antwort. Wir müssen einfach wahrnehmen, vielleicht brauchen sie andere Kinder oder Fachleute oder Schule oder dies oder das. Und die Eltern von heute liefern ihre Kinder dem Staat aus, anstatt ein Puffer gegen die Gesellschaft zu sein. Stattdessen machen sie Raum, damit der Gesellschaft frei mit den Kindern umspringen kann. Die Natur hat so einen wunderbaren Plan. Und das haben wir so seit Äonen gemacht. Aber jetzt fehlt uns das Vertrauen. Und wir gehen rückwärts. Also, das würde bedeuten, in Ihrem Ansatz geht es nicht darum, Dinge vom Staat oder von der Regierung oder so zu fordern, sondern es wäre nötig, oder was nötig wäre, ist die Antwort, wenn ich das richtig verstehe, liegt darin, dass die individuellen Eltern oder der individuelle Elternteil die Antwort für das individuelle Kind ist. Also man kann das nicht verbreiten oder lehren. Man muss den einzelnen Eltern Einsicht vermitteln, sodass sie ihre Kinder anders behandeln und vielleicht auch Lehrer. Ja, also es ist keine kollektive Sache. Es könnte nur eine kollektive Wirkung haben oder Frucht, indem viele einzelne Eltern oder alleinstehende Eltern auch. Ja, ja, genau. Das ist genau die Idee. Ich glaube, dass Eltern unter allen Umständen, egal wie ihre Situation ist, ob sie alleinerziehend sind, ob sie überhaupt kein unterstützendes Umfeld haben, dass sie trotzdem eine Vorstellung haben, was das Kind braucht. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie die Antwort für das Kind sind, dass das Kind braucht, dann können sie darauf hingehen. Und dann eröffnen sich Optionen. Oh, das wäre besser. Das Kind muss gebunden sein an die für es sorgen. Also, was Optionen habe ich? Wer kann mein Kind betreuen? Wie kann ich da eine Beziehung zwischen den betreuenden Menschen und meinem Kind erleichtern? Und da kann man dann wirklich damit tanzen. Und es ist nicht nötig, dass wir dafür die Kooperation anderer brauchen. Das ist natürlich wunderbar, wenn wir die Kooperation des Schulsystems haben, wenn der Schulleiter und der Jahrgangsleiter mitmachen. Es ist wunderbar, wenn wir das Verständnis des Staates haben. Das ist großartig. Aber der Staat könnte perfekt sein, alles könnte perfekt sein, wenn die Eltern nicht verstehen würden, dass sie die Antwort sind, würde es trotzdem alles auseinanderfallen. Das Wichtigste ist wirklich, dass die Eltern ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen, dass ihre Kinder sie brauchen. Sie brauchen kein Handbuch. Sie brauchen den Glauben daran, dass sie die Antwort für ihre Kinder sind, für die Bindungsbedürfnisse des Kindes, dieses Willkommensein in ihrer Gegenwart. Mit diesem Wissen können sie das unter den Umständen, mit denen sie konfrontiert sind, das Beste tun und sich da hindurch, mit diesem Wissen hindurch da tanzen. Also es ist ein individueller Bewusstseinsprozess, der jetzt nötig ist, ja, dass das einzelne Kind seine Bedürfnisse erfüllt kriegt und sich dann zu seinem vollen Potenzial entwickeln kann.
Und wenn wir dessen bewusst sind, ja, diejenigen von uns, die in Demokratien leben, werden dann danach schauen, wenn wir davon ein Bewusstsein haben, was, wie sieht das aus, was brauchen die Kinder, damit sie demokratiefähig haben, müssen wir den Eltern genügend Raum geben, damit sie die Antwort für ihre Eltern sein können, aber das kann dann organisch wachsen. Es ist eine Bewusstseinsfrage. Es ist ein Bewusstwerdungsprozess. Die Kultur dient diesem Prozess nicht mehr. Das heißt, wir können uns da nicht drauf verlassen. Wir müssen darüber hinausgehen. Und egal, in was für einem Staat wir leben, die Eltern, diese Familien, sind am besten dafür geeignet, um Kinder großzuziehen. Sie sind die Antwort auf die Bindungsbedürfnisse des Kindes. Können Sie zusammenfassen, was die Essenz ist dessen? Was brauchen Kinder von uns, damit sie sich zu ihrem vollen Potenzial entwickeln? Naja, in einer Nussschale. Ich habe 20 Kurse darum herum entwickelt und die dauern zum Teil viele, viele Stunden und ich bin noch gar nicht damit fertig mit diesem bindungsbasierten Entwicklungsansatz, wie er genannt wird. Aber ich habe dieses Bedürfnis, dass dieses Modell, nachdem ich die Einzelteile zusammengefügt habe, ich versuche es mal, es ganz kurz zu machen. Das Erste ist ganz einfach. Es bedeutet einfach, dass der Kontext, der Hintergrund, um Kinder erziehen zu können, ist, dass die Beziehungen des Kindes und die Bindung des Kindes das Entscheidende sind zu den verantwortlichen Erwachsenen. Die Bindung des Kindes zu den verantwortlichen Erwachsenen, das ist der Schoß der Reifwerdung. Es liegt nicht daran, was die Eltern tun und was die Lehrer tun und an der richtigen Beschulung, dass Kinder reif werden, sondern es ist nur der Schoß der Reifwerdung, diese Beziehung, diese Bindung der Kinder an die für sie sorgenden Erwachsenen. Wenn wir es den Kindern leicht machen, sich an uns zu binden, uns ihr Herz zu schenken und sich halt nach uns zu richten, uns wichtig sein zu wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese Bedürfnisse beantworten, denn es stellt sich heraus, dass das Kind zur Ruhe kommen muss. Es muss absolut das Gefühl haben, dass sie nicht verantwortlich sind, selbst liebenswert zu sein, selber um Bindung und Gemeinsamkeit zu kämpfen zu müssen, dass sie zur Ruhe kommen. Denn alles Wachstum kommt von diesem Ort der Ruhe. Und das ganze spielerische Erkundungsverhalten kommt von diesem Ort. Aber wir brauchen auch ihre Herzen, dass sie mit uns in Bindung fallen, damit wir in der Lage sind, ihre Herzen zu schützen. Unsere Kinder sind in einer verletzenden Welt. Und es passiert leicht, die Art, wie das Gehirn sie dafür ausrüstet, in einer verletzenden Welt klarzukommen, ist, ihre Gefühle zu betäuben. Und das Problem ist, wenn ihre Gefühle betäubt sind, ja, können sie besser funktionieren, sie können ruhiger schlafen, sie können essen unter Umständen besser und das sind ganz angenehme Konsequenzen, aber sie haben einen hohen Preis. Sie sind nie zufrieden, sie kommen nicht zur Ruhe. Die Ruhelosigkeit in unserer Gesellschaft ist riesig. Langeweile ist riesig. Wir erkennen das nicht. Kinder mit einem weichen Herzen, also bildlich gesprochen, mit der Fähigkeit, ihre Emotionen, ihre zarten Gefühle zu fühlen, wir wissen heute, dass diese Gefühle absolut entscheidend sind und notwendig sind. Ein Kind muss in der Lage sein, die Trauer zu fühlen, wenn etwas nicht funktioniert, sich erfüllt zu fühlen, wenn es klappt. Sie müssen ihren Alarm fühlen, wenn irgendwas sie beunruhigt oder wenn sie mit Trennung konfrontiert sind. Sie müssen Neugier und Fürsorglichkeit fühlen können. Das sind entscheidende Schlüsselgefühle, die brauchen wir. Und sie können nicht anfangen, sich reif zu verhalten und reif zu werden, wenn diese Gefühle nicht da sind. Und das heißt, in diesen Bindungen wird das Herz der Kinder beschützt, sodass sie sich ihre Gefühle leisten können. Sie müssen ihre Emotionen fühlen, dafür brauchen sie weiche Herzen. Sie müssen zur Ruhe kommen von Kampf um Nähe und Kontakt. Und dann automatisch geht diese Energie in diese wunderbare, spontane Spielenergie, also Spiel um des Spielens willen, das keine Arbeit ist. Und
Da müssen wir hin, denn da ist der Ort, wo das Kind seine eigene Persönlichkeit wird, wo es damit fertig werden kann, was nicht funktioniert, den Adaptionsprozess nennen wir das. All diese Dinge, Integration, das passiert dann. Und dann sehen wir die Früchte. Aber wir müssen geduldig sein. Es kommt zu seiner Zeit. Aber das sind im Wesentlichen die Bedingungen, die nötig sind. Und an der Grundlage ist, dass die Kinder gebunden sind an die für sie verantwortlichen Erwachsenen und dass die Erwachsenen ihre Verantwortung nicht vor allem darin sehen, die Kinder in die Gesellschaft einzupassen. Das ist nicht das Wichtigste, sondern vor allem gilt es, dass sie das beantworten, wonach die Kinder suchen, nämlich Kontakt und Nähe, diese Einladung, in der Gegenwart der Eltern zu existieren. Und was ist der häufigste Fehler oder der häufige Punkt der Unwissenheit oder Scheitern, das Sie bei Kindern sehen? Wo ist der Punkt, wo Sie am häufigsten diese Bedürfnisse nicht erfüllen? Oder ist das gemischt und man kann nicht den Finger drauf legen, was am meisten fehlt? Ah, tja. Ja, es ist im Prinzip überall. Aber wenn den Eltern am wichtigsten ist, was andere Leute denken und dass die Kinder so sind wie alle und sich einfügen und die Leistung ihrer Kinder, wenn ihnen das am wichtigsten ist, anstatt die wirklichen Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen, dann geht es nach hinten los. Und das ist das Größte, was ich überall sehe, auf der ganzen Welt. Mein Buch ist inzwischen in 16 Sprachen übersetzt und ich reise auf der ganzen Welt herum. Das ist dieser Verlust an Vertrauen, an Selbstvertrauen, dem die Eltern ausgesetzt sind. Sie denken, dass andere Leute besser für ihre Kinder sind als sie selber. Zum Beispiel die Gleichaltrigen. Und wir müssen unseren Weg zurückfinden in diesem Glauben, dass wir da die Wichtigsten sind. Sie haben darüber gesprochen, dass das Kind in der Bindung an diejenigen, die für es verantwortlich sind, zur Ruhe kommen muss. Haben Sie das Gefühl, dass viele Eltern diese Verantwortung nicht gerecht werden, weil sie darauf so viel Wert legen, zu früh, dass die Kinder gute demokratische Verhaltensweisen haben? Oh ja, ja, das bringt mich zurück zu dem anderen Bewusstsein und zu der anderen Frage des größten Fehlers. Der größte Fehler ist in Erziehungskreisen, wenn wir verstehen, dass in unserer Entwicklung das wichtigste menschliche Problem ist, in der Lage zu sein, Trennung zu überbrücken, aneinander festzuhalten, wenn wir getrennt sind. Wir sind Geschöpfe der Bindung. Wir haben große Bindungsbedürfnisse. Also wir müssen in der Lage sein, aneinander festzuhalten, wenn wir getrennt sind. Diese Fähigkeiten, im Englischen heißt mein Buch ja, haltet an euren Kindern fest, bewahre die Bindung, wenn ihr getrennt seid. Und das wird entscheidend. Und der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir wollen, dass die Kinder sich einfügen. Und damit wir das erreichen, konfrontieren wir sie mit Trennung. Wir nehmen ihnen die Dinge weg, an die sie gebunden sind, die ihnen wichtig sind, um ihr Verhalten zu formen. Wir schicken sie auf ihr Zimmer und entziehen ihnen das Willkommensein in unserer Gegenwart, wenn sie sich nicht richtig benehmen. Und dadurch bereiten wir sie darauf vor, glauben wir, rücksichtsvoller und zivilisierter zu sein. Und wir schauen nur auf ihr Verhalten und müssen erkennen, nein, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, das wir tun müssen, ist vermitteln, dass die Beziehung größer ist als jedes Problem, dass wir immer an ihnen festhalten, wenn Dinge zwischen uns treten, Verhalten, Distanz und so weiter, dass nichts sie von unserer Liebe trennen kann, von dem Willkommensein in unserer Gegenwart. Das ist das Allerwichtigste, denn dann kann das Kind zur Ruhe kommen und dann von diesem Ort der Ruhe aus kann es dann reifen. Und das, da sind wir wirklich falsch abgebogen in unserer gesamten Gesellschaft.
Haben Sie irgendwelche Empfehlungen für unsere Zuschauer, wenn sie mehr wissen wollen und wirklich da ein Bewusstsein entwickeln wollen, was ihre Kinder brauchen? Was sollen sie tun? Sollen sie ihr Buch lesen? Naja, mein Buch ist natürlich, ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das nicht davon handelt, was man tun kann als Eltern, sondern wie man die Beziehung wiederherstellt und die Beziehung des Kindes zu uns wiederherstellt, weil uns das den Hintergrund gibt für eine natürliche Erziehung. Und das ist immer wichtig. Etwas, was uns keinen Sinn ergibt und was nicht mit unserer Intuition zusammenstimmt, das gibt uns keine Kraft. Und dann, wir müssen einfach sicher sein, dass es Sinn ergibt. Versuchen Sie nicht, das Problem anzusprechen, solange Sie es nicht verstehen. Und ich hoffe, mein Buch würde helfen. Ich hoffe, auch die Kurse helfen, denn die Kurse sprechen von diesem Ansatz her, dass die Entfaltung des menschlichen Potenzials spontan geschieht und dass wir den Job eines Gärtners haben, die richtigen Bedingungen zu schaffen und die Bindungsbedürfnisse zu erfüllen, dass sie das Wichtigste sind und dass das unsere größte Verantwortung als Eltern ist. In welchen Ländern wird Ihr Ansatz gelehrt? Und gibt es Kurse auf der ganzen Welt, aber in welchen Ländern besonders? Also in Spanisch, besonders in Mexiko, einige in Chile, auf Französisch, hauptsächlich in Kanada, in der französischsprachigen Teil Kanadas, aber auch woanders natürlich. In deutscher Sprache, Deutschland, Schweiz, Österreich, in Russisch. Mein Buch verkauft sich sogar sehr gut auf Russisch. Ich freue mich sehr darüber. In den skandinavischen Ländern. Das Buch ist in Schweden, auf Schwedisch und Norwegisch erschienen. Und in Israel auf Hebräisch. Es ist auch da, es ist auf Italienisch vorhanden, obwohl es noch keine Kurse in Italien gibt. Aber das Buch ist da. Und das Buch ist soeben in Japan erschienen. Also ich freue mich darauf, zuzugucken, wie sich das auch in Asien entfaltet. Und ich weiß, dass die Neufeld-Kurse online übers Internet laufen. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Ach, natürlich, weil das Internet uns eine größere Reichweite gibt. Also können wir alle erreichen und gleichzeitig können wir Eltern erreichen und die Information nach Hause bringen, anstatt dass sie das zu Hause verlassen müssen. Alle Kurse sind also als Fernstudium verfügbar, auf Englisch natürlich. Also ich habe eine Organisation gegründet und habe dann einige Menschen dazu eingeladen, mit mir zu studieren. Daraus wurde die Fakultät. Die Fakultät hat dann angefangen, Kursleiter auszubilden, die diese Kurse geben können. Und die sind also alle in Englisch verfügbar und viele davon liegen jetzt auch in Deutsch vor. Ja. Gordon, Sie haben Ihr ganzes Leben dem Aufbau dieses Ansatzes gewidmet und dieses Modell zu finden und die Lösungen zu finden. Können Sie uns irgendetwas sagen darüber, was Ihre tiefste Motivation war? Was hat Sie dazu veranlasst, dies zu tun? Welche Emotionen haben Sie dazu veranlasst, das zu versuchen? Denn es ist natürlich riesig, die Welt der Kinder zu retten. Als ich mit dem Doktor der Psychologie die Uni verließ, habe ich zuerst mit völlig verhärteten kriminellen Jugendlichen gearbeitet, mit schizophrenen Jugendlichen und mit psychotischen 4- und 5-Jährigen in einem sehr, sehr harten Behandlungsprogramm. Und ich war absolut, meine gesamte Ausbildung hatte mich dafür überhaupt nicht vorbereitet. Es gab keine Theorien, die Sinn ergaben. Niemand konnte verstehen, wo diese Probleme herkamen. Ich hatte eine sehr, sehr starke Ausbildung in Verhaltensansatz, in Lerntheorie, in Psychodynamik. Und dann hatte ich selber Kinder und
Auch, ich konnte diese kleinen Geschöpfe nicht verstehen. Und das war wahrscheinlich der Anfang. Ich konnte es einfach nicht aushalten, dass ich das nicht verstehe. Wahrscheinlich sehr neurotisch von mir, aber ich konnte es einfach nicht aushalten, dass ich das nicht verstehe, warum sie sich so verhalten. Gleichzeitig lehrte ich an der Universität und gab Kurse über Entwicklungspsychologie und so weiter und lehrte all diese Theorien. Und dann erkannte ich, Mensch, da gab es wunderbare, brillante Ideen in jeder dieser Bereiche, aber niemand hatte sie zusammengebracht. Ich dachte, meine Güte, ich muss so viel lesen, wie ich kann. Ich muss herausfinden, was die Forscher gedacht haben. Und ich dachte, es ist ein riesiges Puzzle mit 10.000 Teilen. Und ich musste nach übergreifenden Themen suchen und verschiedene Farben und das irgendwie ordnen. Es war wirklich dann ein Lebenswerk, mehr als 40 Jahre lang. Aber es hat mir sehr große Freude gemacht, das Bild zu sehen, was auftaucht. Und jetzt, ich habe nicht versucht, einem Theoretiker, einem Ansatz zu folgen, sondern einfach alle Informationen zusammenzunehmen über die verschiedenen Probleme und menschlichen Zustände und versuchen, aus all denen Sinn zu machen. Also, was ich jetzt versuche zu unterrichten, ist genau dieses Bild, was daraus entstanden ist. Wenn Sie die Möglichkeit haben, allen Eltern auf der Erde eine Sache zu sagen, die Sie wissen sollten, darüber, wie Sie Ihre Kinder behalten sollten, was würden Sie ihnen sagen? Ach, du bist das Beste für dein Kind. Versuche nicht, die Antwort außerhalb von dir selbst zu finden. Sei die Antwort für dein Kind. Hör auf, etwas zu suchen. Das Kind sucht danach, nach dir. Es sucht nach einer Einladung, in deiner Gegenwart zu existieren. Nach einem Ort der Ruhe, wo sie immer Halt finden, egal was. Und das ist das, was sie brauchen. Und das dieser Glauben an sich selbst, das ist die Antwort auf diese Frage. Vielen Dank, Professor Neufeld. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank und tschüss.